Jo Leute willkommen zu einem neuen Minecraft Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute erkläre ich dir, wie du die meisten der Probleme mit Java lösen kannst. Möglicherweise kannst du Optifine, Forge oder Fabric nicht installieren, weil immer eine Fehlermeldung kommt. Ich zeige dir jetzt die Lösung, sodass du Optifine oder mit Forge und Mods und Minecraft wieder spielen kannst. Das Tool, welches die Lösung ist, heißt JavaFix. Ich habe das empfohlen an sehr viele meiner Zuschauer. Und es hat fast immer geklappt. Geh einfach auf Google und gebe dort JavaX ein. Wähle dann hier direkt auf diese Seite dieses erste Ergebnis hier. Ich werde den Link auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Und dann siehst du hier im Text ist diese JavaX.exe-Datei. Und dort klickst du einfach einmal drauf. Und dann wird die ganze heruntergeladen. Dann wird sie in den Downloads-Ordner gepackt. Du kannst, wenn du zum Beispiel Chrome nutzt, hier auf diesen kleinen Pfeil klicken und dann auf In Ordner anzeigen. Und dann bist du in dem Downloads-Ordner. Oder du kannst Windows-Taste und E drücken und dann zu deinem Downloads-Ordner gehen. Und dann hast du hier die Datei einfach auch. Dann klickst du die mit einem Doppelklick an. Und dann kommt hier die Dateiendung.jar, Java Archiv, wurde erfolgreich registriert. Und dann klickst du einfach auf OK und dann kannst du das Ganze auch wieder löschen. Und jetzt, wenn es jetzt kannst du einfach ausprobieren, ob, ob, die ob du Optifine installieren kannst. Und wenn es nicht funktionieren sollte, dann startest du deinen PC einfach nochmal neu. Und dann sollte es auch wirklich funktionieren. Das ist also die Lösung zu den meisten Java-Problemen. Wenn du Java nochmal neu installieren möchtest, dann check eines meiner Videos aus. Ciao!